Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Stormblood, den zweiten Teil der Hauptstory. Und ich muss sagen, zurzeit läuft es nicht so gut. Drei Leute vom Bund der Morgenröte liegen sozusagen im Koma. Wir haben dauernd Kopfschmerzen und hören eine Stimme, die sagt, öffne das Tor und es wird eine Katastrophe geben. Läuft also eher, ja, bescheiden, sagen wir mal so. Aber es muss nun mal weitergehen und somit geht's weiter. Bevor wir aber auch komplett loslegen, eine Sache wieder für mich. Sollte euch mein Content gefallen, dann lasst doch ein Abo, einen Like oder mal einen Kommentar da. Würde mich irrsinnig freuen. Und jetzt genug der Werbung, los geht's. Die Wache. Tritt ein, Freundin Domas. Du bist hier stets willkommen. Ah, danke. Müssen ja auch mit Hien sprechen. Da steht er ja auch schon. Mit Yugiri. Wie schön, euch zu sehen. Ich habe unsere Verbündeten hierher eingeladen, um über die Zukunft unserer Allianz zu sprechen. Mit der Konföderation und den Kuo-Jin seid ihr ja bereits vertraut und ihr habt maßgeblich dazu beigetragen, dass auch die Steppenvölker vertreten sind. Außerdem haben sich Naxia und Dalamaska unserer Allianz angeschlossen, Dalamaska allerdings unter Vorbehalt. Ihre Widerstandskraft ist gebrochen und sie müssen sich zuerst wieder sammeln, ehe sie uns tatkräftig unterstützen können. Wir sind hier versammelt, weil uns ein gemeinsames Ziel eint, die Verteidigung unserer Freiheit gegen die Galea. Es freut mich sehr, dass eure Allianz zustande gekommen ist und es sieht ganz danach aus, als könnten wir schon bald eure Hilfe gebrauchen. Es ist gut, endlich Neuigkeiten über Alfinos Verbleib zu hören. Das Schicksal von Domas Gesandten beschäftigt mich immer noch sehr. Und was euer Misstrauen gegenüber dem galeischen Kaiserreich betrifft, so halte ich es für berechtigt. Alizés Bericht bestätigt, was wir bereits von unseren Spiern wissen. Die Gallia ziehen ihre Truppen in den westlichen Provinzen zusammen. Alles deutet darauf hin, dass das Kaiserreich einen Schlag gegen Eosia vorbereitet. Ich möchte euch gerne helfen, die Gallia zurückzuschlagen, aber ich kann noch keine Verstärkung schicken. Solange unsere Barriere im Kargland nicht einsatzbereit ist, bleiben wir gegen Angriffe aus der Luft verwundbar. Ah, die halagische Energiebarriere. Ja, wir haben sie die Serio-Barriere getauft, nach einem der vier Tierheiligen, der als Beschützer des fernen Ostens gilt. Die Techniker der Galon-Metallwerke haben berichtet, dass die Kalibrierung der Generatoren abgeschlossen ist. Der nächste Schritt ist ein Versuch, die Barriere hochzufahren. Wollt ihr den Feldversuch beobachten? Historia, du hast das Schutzfeld von Asisla mit eigenen Augen gesehen und kannst daher am besten die Kraft unserer Barriere einschätzen. Ich kenne mich mit solchen Dingen zwar nicht so gut aus wie Istola, aber hoffentlich kann ich mit meinem Wissen trotzdem etwas beitragen. Gut, lasst uns gleich ins Kargland aufbrechen, Yugiri. Den Abschluss der Konferenz überlasse ich dir und Hakuru. Zu Befehl, euer Reittiere sind zum Abflug bereit. Hütet euch vor den Stürmen über dem Kargland. Ja, natürlich. Diesmal stürzt man nicht ab. Wahrscheinlich. Vielleicht. Wenn möglich. Ihr wisst, was ich meine. Begegnung an der Serio-Barriere. Die Reittiere, die uns ins Kargland bringen werden, stehen bei der Klause der Grimmigen bereit. Also dann, auf ins Kargland.
Ins Kargland fliegen? Ja. Hervorragend. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Wenn die Barriere funktioniert, können wir es uns erlauben, Verstärkung nach Alamigo zu schicken. Alle mal herhören. Wir beginnen mit dem Testlauf. Wow. Erster Generator aktiviert. Schutzbarriere wird aufgebaut. Generatoren 2 bis 8 sind ebenfalls in Betrieb. Jalme. 2000. 3000. Die Ausdehnung verläuft stabil. Keine unerwarteten Fluktuationen. Fünftausend! Geschafft! Die Sollhöhe ist erreicht! Die Barriere ist hoch genug, um den Luftweg zu versperren. Da! Ein galeisches Luftschiff. Was macht das denn hier? Ja, was für ein Zufall! Gleich wissen wir, ob die Barriere etwas taugt. Hervorragend! Die Barriere funktioniert einwandfrei. Aber das ist doch Alfino! Hey, was soll das? Lass mich los! Ich muss zu Alfino! Fahrt die Barriere runter! Keine Sorge, der Knabe ist bewusstlos, aber er lebt. Das darf doch nicht wahr sein. Nicht er auch noch. Ich wusste nicht, was mit ihm los ist, also wollte ich ihn nach Doma zurückbringen. Und jetzt stehe ich hier plötzlich vor dem König höchstpersönlich. Und vor dir. Was für eine seltsame Fügung des Schicksals. Wir haben uns lange nicht gesehen, Abenteurerin. Oder soll ich dich jetzt Kriegerin des Lichts nennen? Was sagst du? Der galeische Wolf, Gaius. Also, jetzt denke ich mal, ihr wisst, wer es ist, oder? Es ist Gaius von Belsa.
Ganz recht. Gaius van Belsa, der galeische Wolf. Meine militärischen Ehren bin ich jetzt allerdings los. Übrig bleibt Gaius Belsa. Spar dir deine Kräfte. Ich habe nicht vor, gegen dich zu kämpfen. Der Legatus der 14. Legion ist tot. Ich bin jetzt ein einfacher Mann, ohne Rang und ohne Heimatland. Was hat ein ehemaliger Legatus in dieser Einöde verloren? Du erinnerst dich doch bestimmt an die Nacht in Castrum Meridianum. Im Wunsch, Eorzea zu befrieden, ließ ich mich von La Habrea verführen. Der Ashien brachte mich dazu, die Ultima-Waffe zu aktivieren, die die Alaga zur Bekämpfung der Primae gebaut hatten. Doch die Ashiens benutzten mich bloß, um ihren wahren Gott auferstehen zu lassen. In meiner Niederlage war ich bereit, mit dem Castrum in Flammen aufzugehen. Nur der Gedanke an die treuen Soldaten, die für mich in den Tod marschiert sind, hielt mich davon ab. Um ihr sinnloses Opfer zu rächen, beschloss ich, die betrügerischen Ashiens zu jagen und zu vernichten. Der galeische Wolf ist tot. Ich diene keinem Kaiserreich mehr. Ich diene nur noch meiner Rache an den Ashiens. Du hast meinen Erzfeind La Habrea beseitigt. Doch es haben sich noch mehr von seiner Art in dieser Welt breit gemacht, um sie ins Chaos zu stürzen. Ich werde nicht ruhen, ehe sie alle vernichtet sind. Ich vermute, das dürfte ganz im Interesse eures Bundes sein. Ja, die Ashiens sind eine große Gefahr für uns alle. Der Knabe hat es verstanden. Das war, warum er sich uns anschloss. Und deswegen werde ich auch mit euch teilen, was ich weiß. Dass die mächtigsten Ashiens rote Masken tragen und ihre Diener schwarze, wisst ihr vielleicht schon. Aber auch unter den Rotmasken herrscht eine Rangordnung. Es gibt jene, die mit dem Ursprung verbunden blieben, und solche, die es in die Splitter hinaustrieb. Nabrialis, den ihr mit der Lichtklinge besiegt habt, gehörte zu Letzteren. Er war zweifellos gefährlich, aber auch seine Macht verblasst im Vergleich zu den ursprünglichen. Von denen gab es drei. La Habrea wurde in Ishgard vernichtet. Es bleiben noch der weiß gekleidete Elidibus und der geheimnisumwobene Emet Selch. La Habrea und Elidibus kennen wir, aber den Namen Emet Selch höre ich zum ersten Mal. Wir gehen davon aus, dass ein Ashien den Körper von Prinz Zenos übernommen hat. Weißt du etwas darüber? Dahinter steckt vermutlich Elidibus. Er nennt sich der Fürsprecher und sein Ziel ist es, das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit zu bewahren. Durch deine Taten hast du das Licht enorm gestärkt. Ich vermute, Elidibus macht sich nun das Kaiserreich zunutze, um das Licht wieder zu schwächen. Um ihn sollten wir uns zuerst kümmern. Der Knabe und ich waren Elidibus schon auf der Spur. Als wir das Grenzland nach ihm durchstreiften, stießen wir auf eine Einheit Aufständischer, beziehungsweise auf das, was von ihr übrig war. Die schwarze Rose hatte sie dahin gerafft, ein galeisches Giftgas. Als Legatus hatte ich den Einsatz dieser hinterhältigen Waffe verboten und ihre Vernichtung befohlen. Giftgas? Das muss die neue Waffe sein, von der Maxima gesprochen hat, mit der die Aufstände im Keim erstickt wurden. Nicht auszudenken, wenn die Galliar das Gas gegen Alamigo einsetzen. Dazu wird es nicht kommen. Wir haben die Fabrik, in der das Giftgas hergestellt wird, mitsamt aller Bestände zerstört. Irgendwann wird sie wieder aufgebaut werden, aber fürs Erste sollte die Schwarze Rose nicht zum Einsatz kommen. In der Fabrik fanden wir ein ausführliches Befehlsschreiben.
Unterschrieben hatte es Xenos Yegalvus. Der wiederbelebte Xenos. Er hat die Produktion des Giftgases angeordnet. Das ist noch nicht alles. In der Fabrik fanden wir auch eine allergische Apparatur zur Herstellung von Klonen. Die Maschine enthielt mehrere humanoide Gestalten, die alle wie Kaiser Solos zu Beginn seiner Herrschaft aussahen. Mir ist noch nicht klar, inwieweit die Schwarze Rose und die Klone zum Plan der Ashians gehören. Aber ich werde es herausfinden. Ich bin immer noch Galear und ich liebe meine Heimat. Deswegen werde ich weiter Jagd auf die Ashians machen. Sie sind unser gemeinsamer Feind. Wir sollten uns nicht gegenseitig bekämpfen. Ich bin dir jedenfalls dankbar, dass du uns meinen Bruder zurückgebracht hast. Was sagst du? Jetzt ist nicht die Zeit zu kämpfen. Wir werden sehen. Ersteres. Gut. Einst verachtete ich die Schwächlinge, die ihre falschen Götter anbeten. Doch dann fiel ich selbst auf die Lügen eines Ashians herein. In Wahrheit war ich der Schwächling und du die Starke. Auf ein Wiedersehen, Kriegerin des Lichts. Ciao. Wer hätte gedacht, dass ich einmal dem galäischen Wolf gegenüberstehen würde? Das Leben steckt voller Überraschungen. Ja. Da hast du recht. Wir müssen uns um Alfino kümmern. Die letzten Handgriffe an der Barriere können wir den Technikern überlassen. Kommt, zurück nach Doma! Eieieiei. Wie schrecklich, dass auch noch Alfino bewusstlos geworden ist. Hoffentlich kann unser Arzt ihm helfen. Der Arzt hat Alfino genau untersucht. Sein Körper sei völlig gesund und seine Bewusstlosigkeit unerklärlich. Mein Bruder befindet sich also in demselben Zustand wie unsere anderen Freunde. Ich finde es seltsam, dass es ihn auch erwischt hat, obwohl er so weit weg war. Immerhin lebt er, und wir werden einen Weg finden, ihn wieder aufzuwecken. Solange liegt es an euch, die Fahne der Morgenröte hochzuhalten. Ja, wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. König Hien, jetzt, da die Serio-Barriere funktioniert, wirst du Soldaten eurer Allianz zur Verstärkung nach Alamigo schicken? Selbstverständlich, schließlich müssen wir keine Sorgen mehr vor einer Invasion galäischer Luftschiffe haben und können somit Streitkräfte entbehren. Bis auf einige wenige, die Transportmagie nutzen können, müssen wir unsere Soldaten per Schiff übersetzen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die Schiffe der Konföderation hochseetauglich sind. Einige Domaner haben auf ihrer Flucht schon einmal das Meer nach Eorzea überquert. Sie können uns bei der Planung unterstützen. Und ich werde die Ostalenat Handelsgesellschaft bitten, geeignete Schiffe für uns zu besorgen. Es kann sein, dass sie sich nicht in militärische Angelegenheiten einmischen will, aber dann wird sie hoffentlich zumindest Alfino nach Eorzea bringen.
Ich werde ihn von meinem besten Arzt begleiten lassen. Vielen Dank, das beruhigt mich. Yugiri, ich begleite unsere Freunde nach Alamigo. Stell aus den Soldaten, die über Transportmagie verfügen, einen Vortrupp zusammen und folge uns mit ihnen, so schnell ihr könnt. Zu Befehl. Unsere Reise hat sich gelohnt. Die Verstärkung aus dem fernen Osten ist ein Segen für Eosiasche Allianz. Währenddessen in der galeischen Erzheimfabrik. Unsere Vorräte an der Schwarzen Rose wurden vollständig zerstört, aber eine neue Fabrik ist bereits in Bau. Bis zum nächsten Feldzug wird sie einsatzbereit sein. Das will ich doch hoffen. Ah ja, die Schwarze Rose. Wie töricht vom Wolf, sie vernichten zu lassen. Aber dein Plan gefällt mir. Manchmal merkt man ja doch, von wem du abstammst. Die Zauberei mag uns Galeanen verwehrt sein, doch unsere Magitech ist ohnehin stärker. Wir werden sie einsetzen. Nicht nur, um unseren Armeen unnötige Verluste zu ersparen, sondern zum Wohle des Kaiserreichs. Ja, zum Wohle der ganzen Welt! Ja, ja, eine mickrige Welt ist das. Jedenfalls tut ein Kaiser gut daran, ehrenhafte Gründe für seine Taten zu proklamieren. Weiter so, mein liebes Enkelkind. Der Tod kommt leise daher, wie ein Schatten. Das Übermaß an Licht zeigt auch hier bereits Wirkung. Möglicherweise eine sehr willkommene Wirkung. Also dann, alles Weitere liegt in deinen Händen. Entfache die Flammen des Krieges. Und was machst du in der Zwischenzeit? Darauf erwartest du eine Antwort? Ich bin ein Aschen. Du würdest es doch nicht begreifen. Mir ist klar, dass ihr uns nur dazu benutzt, eure Katastrophen auszulösen. Aber bedenke die Folgen deiner Taten für das Kaiserreich. Hast du vergessen, was nach deinem Tod geschah? Weil du versäumtest, einen Nachfolger zu bestimmen, brach ein Bürgerkrieg aus. Das Kaiserreich wäre beinahe daran zerbrochen. Ach, das schon wieder. Glaubst du wirklich, die Umstände meines Ablebens waren ein Versehen? Du wolltest es so? Natürlich, es war doch ein herrliches Schauspiel. Schließlich habe ich das Reich nur geschaffen, um die Welt ins Chaos zu stürzen. War das alles? Dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Ach ja, falls wir uns in diesem Leben nicht wiedersehen, möchte ich dir für eines danken. Für diesen jugendlichen Körper. Ich kann zwar ohnehin jede Hülle anpassen, wie es mir gefällt, aber es ist doch viel einfacher, wenn sie von Anfang an meinen Vorstellungen entspricht. Das habe ich der allergischen Klontechnik zu verdanken, nicht wahr? Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.
Und was für eine prächtige Idee, den Körper des ersten Kaisers für das Experiment zu benutzen. Ich bin stolz auf dich, mein liebes Enkelkind. Dann steht unserem kleinen Familienunternehmen ja nichts mehr im Wege. Du als Pfeiler im Ursprung, ich als Anker in dem Splitter. Zusammen werden wir die Lüge, die dieser Planet ist, zerschmettern. Oh Mann. Eieiei. So, jetzt klicke ich gleich drauf und es ist wieder eine Videosequenz. Eine schwierige Verhandlung. Ich reise nach Alamigo zu den Anführern der Ersiischen Allianz. Hakuro, solange ich weg bin, obliegt dir der Schutz Domas. Zu Befehl. Sobald ich den Vortrupp zusammengestellt habe, folge ich euch. Gute Reise und bis bald in Alamigo. Tschüss, Yugiri. Ich habe von Lise die Nachricht erhalten, dass die Ersiische Allianz ihr Hauptquartier nahe der Nordostgrenze von Alamigo aufgeschlagen hat. Sie hat uns gebeten, dorthin zu kommen. In Porta Priadoria ist ein Offizier der Befreiungsarmee stationiert, der uns zum Hauptquartier der Allianz führen wird. Ich würde sagen, wir brechen sofort auf. Stufen, so viele Stufen. Zum Glück geht's nur bergab. Uiuiui. Servus. Hallo. Ich habe euch bereits erwartet. Darf ich euch zum Hauptquartier der Allianz führen? Yep. Ich bitte darum. Wow. Wie schön, euch zu sehen. Danke, dass du gleich mitgekommen bist hierhin. Ich wäre früher gekommen, hätte ich mich nicht erst um unsere eigene Verteidigung kümmern müssen. Doch jetzt können wir es uns endlich leisten, Hilfstruppen nach Alamigo zu entsenden. Das sind gute Nachrichten. Dank der Hilfe der Ersiischen Allianz kommen wir mit dem Ausbau unserer Verteidigungsanlagen ebenfalls gut voran. Alfinu ist zwar wieder da, aber damit sind unsere Probleme noch nicht gelöst. Alfinu liegt in Ohnmacht. Gaius lebt und jagt Ashiens. Und die Galliar wollen uns mit Giftgas an den Kragen. Habe ich das alles richtig verstanden? Yep. Jedes dieser Ereignisse für sich genommen würde uns schon genug Kopfschmerzen bereiten. Sind wir uns sicher, dass die Schwarze Rose die Waffe ist, von der Maxima sprach? Davon können wir ausgehen. Das Kaiserreich hätte uns sicher schon einen Vorgeschmack auf ihre Spezialwaffe gegeben, wenn Alfinu sie nicht daran gehindert hätte. Wenigstens wissen wir jetzt, womit wir es zu tun haben. Und wir haben wertvolle Zeit gewonnen, um uns vorzubereiten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass der galäische Wolf wieder aufgetaucht ist. Aber wenn er uns wirklich die Ashiens vom Leib hält, soll es mir nur recht sein. Ich habe noch eine Überraschung für euch. Die Galliar haben unsere Bitte, über einen Waffenstillstand zu verhandeln, angenommen. Und nicht nur das. Varys selbst wird an dem Treffen teilnehmen. Er war es, der die Friedensverhandlungen mit Doma angeregt hat. Aber angesichts der Möglichkeit, dass ein Ashien in dem Körper seines Sohnes steckt, sollten wir ihm nicht allzu sehr vertrauen. Da stimme ich dir zu. Wir werden diese Gelegenheit trotzdem nutzen, um uns zumindest etwas Zeit zu erkaufen. Die Galliar haben die Bedingung gestellt, dass die Anführer der Ersiischen Allianz und ein Vertreter des Bundes der Morgenröte an der Verhandlung teilnehmen. Alizé,
Wärst du bereit dazu? Tja, Verhandlungen sind nicht gerade meine Stärke. Aber Alfinu fällt natürlich aus. Ach, es wird schon schief gehen. Ich bin dabei. Die Galear haben auch verlangt, dass die eoseische Heldin teilnimmt. Was antwortest du? Ich bin dabei. Naja, ich bin auch nicht so gut im Verhandeln. Ich bin dabei. Danke. Wir wissen nicht, was die Galear vorhaben. Aber wenn du dabei bist, fühle ich mich schon viel besser. Wir müssen damit rechnen, dass die Galear uns eine Falle stellen. Deshalb werden wir unsere Streitkräfte in der Nähe des Verhandlungsortes an der Grenze in Stellung bringen. Die Anführer der Eoseischen Allianz sind bereits unterwegs. Wir können aufbrechen, sobald ihr bereit seid. Alles klar. Aber wir brechen logischerweise erst das nächste Mal auf. Für heute ist Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.